Ich zeige euch heute, wie ihr die erste Tür überspringen könnt. Ja, es ist im Endeffekt ein Glitch, aber in Zombie finde ich das okay, weil in Zombie tut ihr keinen damit weh, ihr belastet keine anderen Spieler, solltet ihr auch nicht, nervt bitte keine anderen Spieler mit Glitches im Online-Modus und gerade auch im Multiplayer auf gar keinen Fall. Aber Zombies finde ich echt in Ordnung, deswegen zeige ich euch das heute, weil gerade wenn man auch Easter Egg World Record macht oder so, ist dieser Glitch echt sehr, sehr hilfreich. Und zwar könnt ihr direkt im ersten Raum, seht ihr auch schon im Hintergrund, von der einen Seite zur anderen springen, auf das Dach und dann direkt zu dem Teleporter. Dadurch spart ihr euch die erste Tür und könnt relativ früh schon den Strom anmachen und eure Punkte einfach beisammen halten. Genau. Wie gesagt, ärgert keine anderen Leute schon mit Glitches im Multiplayer. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.